Nachfrage nach Steaks ist in der heutigen Zeit sehr hoch. Wir stehen am Anfang der Grillsaison und meiner Meinung nach hatten unsere Verkäuferinnen oder die, die an der Front stehen, hatten Bedarf an Weiterbildung und Informationen, zumal viele Kunden sich ja dann einen großen Grill anschaffen und natürlich das Hobby stark verfolgen, mit uns in Laden kommen und mit amerikanischen Anglizismen uns bombardieren und wir manchmal dann auch erst bei Google nachschauen mussten, um was es sich handelt. Und meiner Meinung nach hat dieses Seminar gezeigt, dass wir da gewaltig Nachholbedarf haben momentan noch. Tafelspitz-Oberschale in die Geschichte beleuchtet, damit jeder weiß, wie es funktioniert. Das ist super, weil sie gehört. Das ist ein Kampf, das sehe ich jetzt wieder. Also, hier haben wir. Die meisten Metzger und die meisten Verkäuferinnen das Tier als Ganzes nicht mehr kennen und es ist auch nicht mehr präsent. Das hat was mit Anatomie zu tun. Jeder Muskel hat eine andere Aufgabe und mein Credo ist immer, die Muskulatur ist dafür da, ein Tier zu bewegen und wir sind froh, wenn wir sie essen dürfen und dieses Wissen, jeden Muskel zuzubereiten, das ist in der Kundschaft völlig verloren gegangen. Das gab es früher überall, jetzt ist es nicht mehr da und jetzt müssen wir dieses Wissen an der Theke wieder propagieren. Setzt aber voraus, dass wir es selbst haben und da helfe ich euch ein bisschen auf die Sprünge. Ich bin heute zufrieden, sehr zufrieden. Ganz viele neue gelernt, Teile von Rind, weil das ist, ich bin noch nie gesehen, nur im Geschäft. Ich bin aus Polen und in Polen ist ganz anderes wie in Deutschland. Und ich bin zufrieden, der Chef das Organisation gemacht. Und naja, und schauen und ich bin lernen mehr für Metzger. Der war sehr gut, auch positiv überrascht. Der hat es so sympathisch rübergebracht und auch freundlich und alles. Also richtig positiv überrascht. Der hat es richtig gut gemacht und auch, dass man es verstanden hat von den Teilen her und so. Richtig gut. Aufstand,